Heute drehe ich ein kleines Video, wie man amerikanische Taschenuhren aufziehen kann, einstellen und einfach ein bisschen aufpassen. Ich mache seit über 20 Jahren mit amerikanischen Taschenuhren und hier in Deutschland merke ich immer mehr und mehr, dass Uhrmacher weniger und weniger Ahnung haben von dieser alten, meiner Meinung nach, Prachtstück. Hier habe ich drei Stück. Ich habe ein Stemwind hier. Das ist der typische mit Krone hier oben, wird eingestellt. Nebendran habe ich ein sogenannter Lever Set. Hier in Deutschland, in Europa sind Lever Set extrem selten. Und das, was jemand kennt, aber immer wieder das Problem mit Zeiteinstellung ist die Schlüssel Aufzug. Ich zeige erst einmal mit die Stem Set. Das ist hier links. Das ist ein Waltham. Und es ist relativ einfach. Hier oben dreht man, um die Zeit beziehungsweise die Uhr aufzuziehen. Und die Uhr einzustellen ist hochziehen. Manche Uhren gehen relativ schwer und einfach drehen. Ich habe es immer gelernt von einem Uhrmeister, der nicht mehr im Leben ist, dass die Uhr immer mit die Uhrzeit drehen soll und nie rückwärts. Beziehungsweise die Uhr läuft nicht, ja doch, der läuft jetzt, wenn man hinterdreht, dann ist das extrem Kraft auf die ganze Getriebe, die ganze Uhrwerk und die Uhr, wie man sieht, hält sich an. Ich drehe jetzt nur minimal zurück und die ganze Uhr hat sich angehalten. Und ich lasse los und drücke ein bisschen vorwärts und die Uhr fängt an zu laufen. Persönliche Meinung, immer vorwärts. So. Und wenn die Uhrzeit vorbei ist, einfach weiterdrehe, bis die Uhr richtig eingestellt. Bei uns, wie man merkt, ich bin Amerikaner. Und bei die Ami-Uhr, immer in Werbung, gibt hier die Uhrzeit 10 nach 10. Eine Uhr, der auf Display ist, wird immer auf 10 nach 10. So wie ich das verstanden habe, hat Timex das angefangen in 60er Jahre um mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist, wie man sieht, in dem Ziffernblatt steht Waltham hier. Das ist, um die Hersteller besser zu zeigen. Und die andere Grund war, so lustig wie es anhört, die Uhr sieht aus, als der schmunzelt. Wenn das so stimmt, bin ich mir nicht sicher. Also, vom Stemwind und Stem aufziehen ist das der Trick. Und einfach runterdrücken, wenn man fertig ist. Der nächste ist den hier in die Mitte. Das ist der Lever Set. Und das befindet man meistens am Eisenbahntaschenuhren oder hochwertige Uhrwerk aus den USA. Ich war schon vor mehrere Wochen bei Uhrmacher mit einer Uhr. Der hat bestimmt, der kann sich aus. Das war ein Lever Set. Der hat mich ganz verzweifelt angeguckt und hat gefragt, wie konnte er das Ding einstellen. Er hat hier auf die Krone gezogen, gezogen, gezogen und war nichts passiert. Also, um aufzuziehen, ist ganz stinknormal. Immer so drehen. Und dann wird er aufgezogen. Der Trick bei Lever Set ist folgendes. Immer ich mache es linke Hand festhalten und hier vorne ist so ein kleiner Hebel. Ganz Vorsicht vor, aufmache. Lever Set hat auf unterschiedliche Ebene. Manche sind hier auf die andere Seite, wenn er eine Jagdtaschenuhr ist.
Aber das ist halt ein normal Eisenbahntauschen-Uhr. Der ist immer auf 2 Uhr. Ist hier ein klitzekleiner Hebel mit Daumen, Fingernagel rausziehen und kann man sehen. Und da kann man die Uhr einfach so drehen. Und dann fängt er, es war mir klar, der fängt an zu laufen. Und wie man sagt, immer vorwärts, dass nicht so viel Stress auf die Uhrwerk ist. Und ich gehe wieder auf 10 nach 10, so wie es sein soll. So, ich mache ein bisschen zurück, um die Uhrwerk hoffentlich einzuhalten. Ich lasse los. Wenn man fertig ist, einfach reindrücken. Sicherstelle, dass der drin ist und die Klappe zu. Und so wird ein Lever-Set eingestellt. Das größte Sache, um was die Deutsche und Europäer meistens gut auskennt, ist die Schlüsselaufzug. Hier sind zwei Hebel, eine hier hinten und eine hier vorne. Einfach mit Fingernagel so. Ich habe einen amerikanischen Schlüssel hier. Das ist eine Schlüsselgröße 8. Das passt zu alle Waltham, Elgin, was weiß ich. Einfach in den Schlüsselloch und drehen. Das ist klar. Aber beim Einstellen haben viel Leute das Problem. Die wissen das nicht, wie das funktioniert. Das ist relativ einfach. Man muss hier vorne aufmache wie beim Lever Set und hier mittendrin bei die Zeiger ist ein viereckige Kante, also vierkantige Stab mit der gleichen Schlüssel ganz direkt oben drauf, bis der passt und drehen. Und so wird die Uhrwerk eingestellt. Ich mache es wieder auf 10 nach 10. Nochmal, Schlüssel einfach so und drehen. Wenn man fertig ist, ich halte immer so die Uhr, so und drücken. Und so sind die drei häufigste, die Erklärung von die drei häufigste Einstellungen von die drei amerikanische Uhrwerk. Stemwind, Lever Set und Key Set. Ich hoffe, dieses Video hat ein paar Leute da draußen ein bisschen geholfen. Es ist wichtig, dass man das weiß und ich hoffe, dass die amerikanische Taschenuhr wiederbelebt hier wird in Europa. Und deswegen kümmere ich mich nur um amerikanische Taschenuhren. Ich bedanke mich recht herzlich und hoffe, ihr habt was gelernt.